Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich habe mich gerade erkundigt, 8 Minuten darf ich. Und Maximal, ja. Ich möchte euch auch nicht zu lange mit den speziellen Gewerkschaftsthemen aufhalten. Unser Ding ist nicht die Generaldebatte. Unser Ding ist Arbeit. Und deswegen fange ich an zu sprechen über Hähnchen. Es wurde schon von Tierschutz gesprochen und von der riesigen Unterschriftensammlung. Oftmals wird ja gesagt, die Massentierhaltung sichert und schafft Arbeitsplätze. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass 2 der übelsten Massentierhalter hier im Lande sitzen, und zwar sind das Wiesenhofbetriebe. Und Wiesenhofbetriebe haben selbstverständlich auch Personal. Wir haben da selbstverständlich auch gut Gewerkschaftsmitglieder und einen Betriebsrat. Aber Wiesenhof gehört zu den Unternehmen, die illegal beschäftigen, die zu Dumpinggeld, man kann schon fast nicht mehr sagen Dumpinglöhnen, zu Dumpinggeld ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, die nicht wissen, wie sie an ihre Rechte kommen, oftmals sogar nicht mal, welche Rechte sie haben, und die deswegen in den gewerkschaftlichen Beratungsstellen aufschlagen. Wir haben dank des Einsatzes und der Aktivitäten eines ehemaligen Arbeitssenators Harald Wolf in Berlin und tatkräftiger Unterstützung der jetzigen Staatssekretärin Almuth, die es damals auch schon war, in Berlin eine Beratungsstelle einrichten können für entsandte Beschäftigte, die wir jetzt hier in Brandenburg umsetzen und anwenden können. Berlin war zunächst mal Probe, das hat sich bewährt. Wir wenden es hier an, wir setzen es um. Und wir sind auf einem guten Wege, das zu verstetigen. Und wir gehen in die Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren rein, gerade wenn es darum geht, welche Rechte haben hier Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Sie sollen nicht weniger Rechte haben als deutsche Beschäftigte. Das ist unsere hauptsächliche Position. Das fängt an beim Mindestlohn. Das geht aber auch weiter zu den Tariflöhnen. Mindestlohn ist ja nur das Mindeste. Wir streben Tariflöhne an, und zwar gute Tariflöhne. Und Sie wissen alle, dass für gute Tariflöhne auch ein gewerkschaftlicher Organisationsgrad und eine gewerkschaftliche Kampfkraft notwendig sind. Geschenkt kriegen wir nichts und erbettelt kriegen wir erst recht nichts. Und das ist der Grund dafür, dass wir bei allen Parteien dafür werben, auch selber in Gewerkschaften aktiv zu werden, vor allem, weil wir, und das kann ich hier sagen, und wenn wir eine Menge an gemeinsamen Werten teilen. Wenn wir von den Flüchtlingen sprechen, dann geht es ja nicht nur um den Lohn. Es geht auch darum, Menschenrechte zu wahren. Es geht darum, sich für Ausbildung einzusetzen, für menschenwürdiges Wohnen und dafür überhaupt als Mensch betrachtet zu werden. Ich war vorhin auch bei der Gegenkundgebung in Templin und ich fasse es immer noch nicht, mit welchen Parolen die Nazis rumlaufen, mit welchen sie rumhetzen und aber auch, wie die Ableger, wie AfD zum Beispiel, immer wieder an Land gewinnen, bei ganz normalen Leuten auf Vorurteile stoßen und an diesen Vorurteilen andocken. Und ich denke mir, da werden wir alle, wie wir hier sitzen und stehen, noch sehr viel Arbeit haben, auch in der Gesellschaft. Es geht ja nicht nur um Wahlen. Es geht darum, dass wir gesellschaftlich dagegenhalten. Und das heißt auch, dass wir in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, wo immer wir aktiv und unterwegs sind, gegenhalten, gegensteuern und Flagge zeigen und Kurs halten. Vielen Dank, dass wir da an einem Strang ziehen. Weiter zum Thema Arbeit. Natürlich ist das Arbeitsministerium für uns als Gewerkschaften Ansprechpartner Nummer 1. Und viele von Ihnen wissen vielleicht, dass bei aller gebotenen parteipolitischen Zurückhaltung die jetzige real existierende Koalition unser geheimer Wunschpartner war und nicht so ganz geheim. Das ist vielleicht verständlich, wenn man sich die Konstellation hier im Lande anschaut,
Und wir haben auch auf Bundesebene innerhalb der Gewerkschaften einiges an Diskussionen gehabt, aber wir stehen dazu. Die Kooperation mit dem Arbeitsministerium kann nur als gut bezeichnet werden. Das rüttelt sich prima zusammen und vor allem, wenn ich das mit anderen Bundesländern vergleiche, ich will hier keine Namen nennen, dann stellen wir hier fest, es funktioniert. Und wenn man mit der Spitze des Hauses was vereinbart, dann ist es egal, auf welcher Ebene das umgesetzt werden muss, es funktioniert. Das ist nicht immer selbstverständlich, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben woanders auch schon andere Erfahrungen gemacht. Vielen Dank auch dafür und wenn du das bitte weitergeben würdest, Almut. Ja, ich möchte jetzt nicht noch andere Ministerien durchgehen. Sie und ihr wisst alle, an welchen Ecken das so ein bisschen ruckelt, aber an welchen Ecken wir auch prima zusammenarbeiten. Ich rede nur zum Beispiel von der Ausbildung und Weiterqualifizierung der ehrenamtlichen Richter, speziell Arbeits- und Sozialrichterinnen und Richter, obwohl wir uns natürlich wünschen, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit beim Arbeitsministerium landet. Aber das kennt ihr schon, da lassen wir auch nicht locker. Nichts gegen den Justizminister, aber das ist für uns eine prinzipielle Frage. Beim Finanzbereich, natürlich haben wir da immer gegensätzliche Positionen, nicht doll gegensätzlich, aber etwas, wenn es ums Geld ausgeben geht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr auch in euren Redebeiträgen eigentlich ist das selbstverständlich, aber es muss immer mal wieder gesagt werden, gegen die schwarze Null argumentiert habt, gegen die sogenannte schwarze Null, die ja in der Politik gefeiert wurde wie die erste Mondlandung. Und wir wissen alle, dass sie ein riesiges Problem ist und das nicht nur für unser Land, sondern auch für andere Länder auf der Welt. Wenn unter dem Vorwand schwarze Null die Arbeiterbewegung in Griechenland platt gemacht wird, wenn Gewerkschaften Streikverbot haben, wenn außerhalb jeder Rechtmäßigkeit Löhne gekürzt werden, Renten gekürzt werden und das Ganze damit argumentiert wird, dass gerade wir Deutschen so scharf sind auf die schwarze Null und dafür sorgen sollen angeblich, dass jeder in Europa seine Verschuldung abbaut, auch auf Kosten der Menschen, die dort leben, damit Banken refinanziert werden können. Das ist nicht mit uns zu machen, das ist unmenschlich und dagegen wehren wir uns. Das war der Schlenker zurück zur Landespolitik. Natürlich wollen wir, dass hier im Land investiert wird, und zwar sowohl in Infrastruktur als auch in Personal. Infrastruktur, wir haben was dagegen, wenn die großen Gigaliner hier die Straßen kaputt fahren. Und beim Personal sage ich nur was zum Thema Lehrer, wo wir uns sofort einig sind. Zum Thema Polizei wird gleich mein Kollege Andreas Schuster von der Gewerkschaft der Polizei noch was sagen. Wir haben an einer Ecke noch einen weiteren Punkt, wenn es um Infrastruktur geht und wenn es um öffentliche Vergabe geht. Das ist ein Thema, was federführend beim Wirtschaftsministerium liegt, aber wo glücklicherweise das Arbeitsministerium auf die Idee gekommen ist, die Gewerkschaft mal einzuschalten, weil uns das nämlich in erheblichem Maße betrifft. Wir haben hier in Brandenburg ein Vergabegesetz, was mal bundesweit mit an der Spitze stand. Da soll jetzt der Vergabemindestlohn auf 9 Euro angehoben werden, was gut ist, aber was ganz schlecht ist. Es sollen bestimmte Bereiche rausgenommen werden. Nach Europarecht ist es möglich, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Verkehr, nicht nur den Vergabemindestlohn einzufordern, sondern auch die Durchsetzung und die Umsetzung und die Einhaltung von Tarifverträgen. Das soll nach dem jetzigen Entwurf rausgenommen werden und ich bitte ganz herzlich darum, dass eure Vertreterinnen und Vertreter in der Regierung da Seite an Seite mit den Gewerkschaften stehen und Front machen. Wir liefern auch schon sehr viel an rechtlich qualifizierte Argumentation, mit der man losgehen kann und wo sehr viele Eisenbahner, Busfahrer und die entsprechenden Gewerkschaften, zumindest EVG und Verdi, euch dankbar sein werden, wenn da ein bisschen stärker darauf geachtet wird, dass nicht nur Mindestlohn eingehalten wird, sondern auch Tarifverträge.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Damen und Herren, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir sehr viel an gemeinsamen Werten teilen. Wir sind uns oft in der Umsetzung der Politik nicht einig. Thema bedingungsloses Grundeinkommen kann ich nur sagen. Wenn die Idee gut ist, wir haben Bedenken, wenn es darum geht, dass die Sozialversicherungssysteme auf andere Füße gestellt werden. Wir sind eher bei der Bundestagsfraktion, wo wir sagen, wir müssen wieder die Parität bei der Bezahlung herstellen. Weil unsere Erfahrung in den letzten Jahren ist, bei allem, was man abschafft und neu macht, wir haben nicht die gesellschaftliche Kraft, dass da was Besseres bei rauskommt. Deswegen sind wir uns ganz bestimmt nicht überall einig, aber ich hoffe, dass wir die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren fortsetzen können. Glück auf!